Herzlich willkommen zu All the Mods 6 mit dem Phoebix. Hallo. Guten Tag. So, die komische Viecher muss ich angegriffen. Ich nehme mal den Ananas mit, oder? Und das Zeug da. Alles, was wir hier finden können. Was ist das hier? Ich rette mich erstmal vor dir. Wo ist er denn? Ach, du bist auf die andere Insel rübergelaufen, ne? Laufen sowieso nicht, aber ja. Ah, okay, es ist das, was ich dachte. Okay. Bambus. Also hier gibt's Bambus. Ja. Ab der 1.15 oder 16, ja. Da bei der 1.16.5 spielen gibt's hier Bambus, ja. Daraus kannst du auch ganz tolle Sachen bauen. Ist das sowas in die Richtung wie Holz oder was? Nein. Okay. Das Schöne ist aber, wir dürfen sowieso erstmal noch eine Minute warten, also ich zumindest noch eine Minute warten, bis ich überhaupt was machen kann. Warum? Ach so, wegen Mining. Mining-Fatigue zum Beispiel. Okay, ich darf dann jetzt wieder. Toll, unfair. Boah, wenn ich Blatt abbauen will, brauche ich alleine schon 3 Minuten, geil. Der Name gefällt mir auf jeden Fall, Rainbow Eucalyptus Log. Ich setze hier oben schon mal ein Crafting Table hin. Ja, irgendwann finde ich bestimmt hier oben. Oh, ich sterbe erstmal. Alles klar. Super. Wo bist du? Untergefallen. Ich finde nur den Weg nach oben nicht mehr wieder. Noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen weiter. Ja, genau. Sehr schön. Ich hab gehört, du bist so Crafting-Meister und so. In was? Also, was craften? Keine Ahnung, alles. Achso, okay. Dann nein. Okay. Was brauchen wir denn? Holz. Holz, im besten Fall so viel Holzspitzhacke. Hier, warte mal, ich schmeiß dir mal mein Holz schon mal runter. Den ganzen Kram. Dann fäll ich jetzt erstmal hier ein bisschen Holz. Hättest du nicht wenigstens eine schönere Crafting-Bank bauen können? Das war die erste, die ich gefunden habe. Das ist auch die einzige, die du, glaube ich, mit dem Holz machen kannst. Ich bräuchte mal eine neue Spitzhacke. Spitzhacke oder Axt? Axt. Achso, warte mal, ich baue mir hier um. Ups. Ah nee, doch, war richtig. Du besorgst schon Stein oder was? Das ist halt deutlich besser als Holztools, ne? Ja, das ist ja schon mal gut. Wenn du Steine besorgst, dann mache ich jetzt erstmal so lange noch weiter mit der Holzgeschichte hier. Und dann gucken wir mal. Also vergesse ich, wie viele Steine brauchte man nochmal am Anfang. Für was? 8 für den Ofen, 6 für die Spitzhacken, 6 für die Äxte, 4 für die Schwerter. Ja. Ich denke mal, es sollte reichen. 2 für Schaufel. Ja, Schaufel brauchen wir, glaube ich, nur eine, weil du baust ja alleine schon mit. Mit Dings baust du ja nicht schon relativ zügig ab. Denke ich jetzt mal. Was kann man. Essgier-Material. Okay. Was vom Sand erschlagen? Auch gut. Ich muss sagen, der pinke Sand, davon nehme ich mir welchen mit. Daraus kann man bestimmt pinkes Glas schmelzen. Meinst du? Keine Ahnung. Vielleicht. Im Spiel ist alles zu trauen, wenn du eine andere Crafting-Table-Ding schon bekommst für anderes Holz. Oh, warten wir es mal ab. Ich habe zufälligerweise Kohle gefunden. Was ein Zufall.
Rechts zum Fall. Ich baue Sand ab und auf einmal war da hinter Kohle. Na gut, mit dem, was man kriegen kann, ne? Hat den riesen Vorteil, wir können theoretisch Wackel bauen. Na gut, ich weiß nicht. Dadurch, dass das jetzt eine komplett neue Version ist, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob man jetzt Holzkohle und solche Geschichten noch aus Holz machen kann. Ja, kannst du. Die Standardrezepte haben sich nicht geändert. So, ich habe es endlich mal geschafft, ich bin jetzt oben auf dem Baum. Cool, du bist oben auf dem Baum, während ich hier im Dunkeln versuche, meine Kohle zu finden, so ungefähr, die ich gerade abbauen will. Ich bin vermutlich gleich der Erste, der mein eigenes Loch wieder reinfällt. Okay. Jetzt so. Ist typisch, oder nicht? Akashic Tome, alles da. Hier, komm her, gib mal mein Table wieder her. Wer weiß, wenn ich hier Bäume abbaue, ob ich runterfalle. Wegen den Blättern und so. Das dürfte eigentlich ein relativ großer Baum sein, theoretisch. Da bringe ich dir keine Axt hin. Du kannst an dem Baum nach oben laufen. Ich habe das so abgebaut, dass du so nach oben laufen kannst. Theoretisch. Hast du ein bisschen Spaß oder? Ja, ich musste mal gerade. Das nur so an. Ich musste gerade mal ein paar Blätter wegmachen. Wie sieht denn das aus? Brauchst du noch Holz? Erstmal nicht, nein. Ich habe theoretisch alles an Werkzeug fertig. Okay. Kann natürlich sein, dass trotzdem so ein bisschen Holz so nach unten fällt. Ich habe auch schon Holz gesammelt davon. Da, dann passt das doch. Ich weiß übrigens, wo man Akashis Tomes herbekommt. Also, ja, aus Dix, das habe ich auch schon gesehen. Alter. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Riesenbäume hasse? Habe ich schon mal erwähnt, dass sich niemand dazu genötigt hat, diesen ganzen Baum abzuholzen? Doch, will ich aber. Okay. Weil es gibt noch mehr, oder es gibt Sachen, die ich noch mehr hasse als Riesenbäume. Nicht ganz gefällte Riesenbäume. Oh. Wo bist du? Kannst du mir irgendwie was hier hochwerfen? Ne, geht nicht wahrscheinlich, ne? Hochwerfen nicht, aber hochbringen irgendwie, im besten Fall auch. War klar, dass ich die Hälfte wieder selber einsammle. Toll. Ich brauche keine Schaufel, aber das Einzige, was ich aufnehme, ist eine Schaufel. Sollte mal eine Etage tiefer gehen. Super, Dankeschön. Was ist denn jetzt bei eurem und sowas alles drauf? Ehrlich gesagt habe ich das nicht durchgeguckt, ich wollte mich davon überraschen lassen. Aber da wir alle 46 Seiten Blöcke haben, würde ich sagen, viel. Einiges, okay. Das ist schon eine Aussage. Also Pam's Harvest Craft auf jeden Fall. Ja, was mir wichtiger wäre, zum Beispiel solche Geschichten wie All the Wars ist dabei. Ich fall vom Baum runter und so. Nein, hier Tinkers Construct zum Beispiel. Tinkers Construct ist dabei. Ah, das hört sich doch schon mal gut an. Das heißt, wir dürfen uns nach Flint oder Knochen umgucken für das erste Tool. Okay. Also hätte ich jetzt behauptet, außer du hast eine andere Idee. Man könnte theoretisch auch meinen gehen und sich direkt schon Eisen machen. Aber ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Ja, ich würde sagen, wir bauen dem
bauen wir noch weg ab. Der dürfte jetzt hier gleich durch sein. Vor allem wir, weil ich auch so viel von diesem Baum abgeholzt habe. Ne? Ja, ist ja egal. Ich bin mehr damit beschäftigt, dein Holz aufzufangen. Ja, ich denke mal, ich sollte jetzt gleich am Ende sein, sozusagen. Glaube ich nicht. Du weißt nicht, wie weit dieser Baum nach unten geht hier hin. Echt? Oh, toll. Ich weiß zwar nicht, was hier zu diesem Baum dazugehört, aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay, das gehört hier sind aber irgendwie zwei Bäume gemischt, so. Ne, nicht nur zwei, hier sind noch mehr Bäume gemischt. Aber ich denke mal, der Baum ist jetzt weg. So. So halb, ja. Weil dann könnten wir uns eigentlich was zum Rumschippern bauen. Und eine Menge Holz, die wir bekommen haben, bestimmt. Wenn ich jetzt noch Jump'n'Run könnte, wäre ich schon mal einen Schritt weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Holz du hast, aber ich habe alleine von dir 47 Sticks bekommen von deinem Baum. Ich habe noch 11 Sticks und 2 Bretter. Hast du schon Boot? Noch nicht, nein. Aber theoretisch gesehen kann man auch in einem Boot zusammenfahren. Echt? Ja. Okay. Weil... Alter, was machst du denn? Ist fast wie Maschinengewehr hier. Bambus kannst du als Brennstoff benutzen und halt für mit String zusammen kannst du so eine Konstrukte bauen. So, wo du einen auf ich lauf mal drauf und bau dann machen kannst. Und aufpassen, denn Zombies sind im Wasser sind Zombies, nicht im Zombies im Wasser. Ja, gut, oh, Drought. Sehr sympathisch. Nehmen wir auf jeden Fall mal so ein paar. So ein paar mit. Hast du Wolle? Wolle? Mhm. Woher soll ich Wolle haben? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es hier irgendeinen Trick gibt, um an Wolle zu kommen, oder? Okay. Man sollte vielleicht auch nach Wool suchen und nicht nach Wolle, dann findet man vielleicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite und dann fahren wir einfach mal los. Oh, es gibt Juju Meta. Oh, also Industrial Craft. Keine Ahnung, was zwei. Von welchem das YouTube Meta ist, aber. Ja, Icy Tool müsste das sein. So, kannst du jetzt mit rein? Ja. Okay, dann guck mal ganz kurz auf die Karte, wo wir hin müssen. Ich glaube, in die Richtung war das schon relativ gut, ne? Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. In, ja, das ist aber irgendwas. Du hast einen riesen Kreisel aufgedeckt. Das Deep Ocean Slime Insel mehr oder weniger. Das sind alles nur so kleine Inseln hier. Okay, dann fahren wir mal weiter. Slime Insel, geil. Ich frage mich halt, was ist. Und das ist wieder so ein Slime-Ding. Ich habe das Gefühl, hier wäre es wirklich fast besser mit zwei Booten zu fahren. Was ist? Was sind diese komischen ja, Kanonentürme hier? Kästen, die hier auf dem Wasser stehen. Mhm. Weil diese Kästen, die auf dem Dreiblock-Ding breit stehen, oder? Mhm. Das oder ist das für Kanonentürme? Ja, ja, genau die. Das sind Bienenstöcke. Ah, alles klar. Oh, eine Insel. Das ist auch wieder eine kleine, ne? Ja, das sind alles Schleiminseln bisher nur. Also an Schleim wird sich definitiv schon mal nicht scheitern. Okay, was ist das, was hier unten unter uns leuchtet? Irgendein besonderer Block. Okay. Hm. Also, ich denke mal... Da kommt eine Insel jetzt vor uns hier und da. Aber die sind zu klein auch. Das ist auch nur eine kleine. Ja. Ja, ich denke mal. Ach, hier sind wir schon. Aber das Korallenriff vor.
Ja, das sieht natürlich geil aus. Das sieht schon mal echt nicht schlecht aus. Ja, dann fahren wir mal. Was? Du meinst die Menge an Wasser? Ey, kann doch nicht sein, dass man auch genau wieder mitten in. Was ist das für ein Riegeling hier? Weiß ich nicht, einfach weiterfahren. Ja, aber hier sind noch viel mehr davon. Einfach ignorieren. Wir sind auf jeden Fall stationär, glaube ich. Hier ist eine Insel. Hier, da. Da gehen wir hin. Insel. Ist auch nur so klein, oder? Ja, die sind alle so klein, habe ich das Gefühl. Aber daneben ist direkt das Slime-Insel. Irgendwo. Irgendwo. Und wir brauchen uns hier. Gefühlt. Guck mal über uns. Hinter und über uns, besser gesagt. Wo? Wenn du nach hinten guckst, über der Insel links ist so eine riesen fette Erdinsel, die in der Luft schwebt. Musst du halt mal umdrehen um 180 Grad, dann siehst du sie vielleicht. Okay. Alter, hier ist halt auch nichts, ne? Okay, warte mal, ich stelle mal ganz kurz meine Renderdistanz. Mal so ein paar Chunks höher. Links vor uns irgendwo sollte das sein. Oder rechts, ach keine Ahnung, welche Seite ja, das da. Ist. Ja, da. Südosten. Ich sehe nur einen fetten roten Kopf und das ist halt jetzt ein bisschen länger. Da sind auch riesen Bäume wieder drauf und die sehen größer aus, die Insel links. Also zumindest relativ gesehen größer als die, die wir bis jetzt hatten. Ja, gibt's hier nur Inseln? Aber die sehen irgendwie alle hier sehr klein aus. Möglich. Aber die ist größer, die Insel hier. Die ist deutlich größer, die links. Die sollten wir nehmen, erstmal. Okay. Also die werden, wir werden jetzt noch... Ich weiß nicht, wie sieht das mit der Zeit aus? Ich habe keine Zeit. 17 Minuten, glaube ich. Ja, 17:22. Okay, dann würde ich sagen, allerhöchstens noch 3 Minuten in eine Richtung fahren und wenn wir da nichts finden, dann schippern wir wieder zurück. Weil wir sind dann jetzt doch schon eine ganze Ecke gefahren. Da hätten wir auf jeden Fall noch eine Slime-Insel. Dann müssen wir halt später suchen. Dann müssen wir halt erstmal mit Platz und sowas vernünftig auskommen. Naja, ich sag's mal so, wie es ist. Ich glaube, persönlich gesehen ist es jetzt gar nicht so schlimm, wenn da relativ viel Wasser ist, oder? Grundsätzlich. Ja. Hier ist Mystical Agriculture drin. Und vor uns ist eine neue Insel links. Eine große Erdinsel. Das normale Welt jetzt hier. Hier ist Mystical Agriculture drin. Das heißt, im Endeffekt brauchen wir fast gar nicht farmen. Das heißt, im Endeffekt können wir unsere Erze alle durch Mystical Agriculture holen. Aber das hier ist jetzt eine Insel, wo wir raufgehen sollten. Die wir gerade sind. Ja, das ist auf alle Fälle hier. Hier ist sogar ein Village direkt vorne. Hier ist ein Village. Bams! Hast du gesehen? Ey, wieso geht das nicht mehr kaputt? Sonst fährst du dagegen und passiert nichts. Ne? Aber auf jeden Fall sind hier vorne schon mal. Ja, Village-Dorf halt. Also Schafe. Dorfbewohner. Das wird ein Dorfbewohner sein? Ja, hier ist ein Dorf. Hier ist ja auch ein Villager. Leatherworker. Oh, das ist oh, ich habe den Eierenkohlen gefunden. Oh, ich habe Lederrüstung und Sattel gefunden. Sehr sympathisch. Oh, ich habe eine Katze gefunden. Wie schön. Okay. Ich habe eine Kirche gefunden. Ich will aber eigentlich keine Kirche. Ich habe ein Upgrade-Gear gefunden. Das ist aber schön. Ich habe eine Benchsaw gefunden, aber die nehme ich nicht mit, weil ich sie nicht brauche. Oder weil wir sie nicht brauchen, die kann man nicht relativ kostenlos gar nicht bauen. Was? Einfach hier. Kartografie-Table.
Brote. Tische. Kartografie, Alter, das ist. Mega Ruckler, okay. Das Schöne ist, jeden Ruckler, den du hast, spüre ich, ne? Oh, das nehmen wir auch mit hier. Schöne Cordons. Smooth Stone Cordon mitnehmen. Obwohl, eigentlich sollte man die Truhen auch mitnehmen, wa? Theoretisch. Theoretisch, ja. Hast du schon die Felder gefunden? Eins hatten wir direkt am Wasser, aber sonst nein. Ich habe hier noch ein Blumenbeet, aber ich glaube, das hilft uns relativ wenig. Ah, hier ist ein Feld. Was haben die denn alles hier? Ein Komposter. Mitnehmen. Der ist aber vanillamäßig dabei. Was viel interessanter ist, was ist das hier hinten? Hier ist ein Brunnen oder sowas. Aus Marble. Okay. Dann würde dieses Dorf deutlich besser sehen, wenn das nicht gerade unbedingt in einem Birchwald wäre. Mhm. Weißt du, was jetzt richtig witzig wäre? Sich von so einem schönen Eisenkohle platt machen zu lassen. Dark Old Bean. Dark Old Beanes. Gibst du mir Bienenwachs für. Ja, genau, für 3 Emeralds. Ja, da brauchst du gar nicht rumzumeckern. Achso, ich sollte jetzt, weil jetzt haben wir es ja gefunden, ich sollte vielleicht meine Ränder sonst jetzt wieder runter auf normal Niveau wieder runterstellen. So. Ja, da hilfreich bestimmt. Ja, definitiv. Ja, die Frage ist nur. Oh. Da vorne. Da sehe ich mich. In dem Bereich da hinten. Da kann man eigentlich mal relativ gut bauen, so in Plains, Plainbiom oder sowas. Aber und natürlich der Vorteil ist natürlich, in so einem Forest-Biom wachsen natürlich Bäume wieder deutlich schneller. Oh, hier die Garten. Ach ja, das ist ja auch dabei, die ganzen Gardens. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Ne, da. Da wäre ich mal echt stark, wenn du dich jetzt schon wieder verlaufen hast. Ja, genau. Da will ich drauf bauen. Alter. 8 Chance Renderdistanz können nicht die Größe des Berges anzeigen. Von drüber jetzt. Dass ich viel krasser finde, dass du nicht bald mal in meiner Renderdistanz bzw. auf meiner Karte bist. Südwesten bin ich gelaufen. Man könnte auch einfach seine Koordinaten sagen, dann findet man dich auch. Ich bin jetzt gerade minus 717, 66, 2190. Nur 200 Blöcke in die eine Richtung. Ja, das ist noch nicht weit. Ich bin gerade dabei hier. Aber das ist kein Plains-Biom, was ich hier gedacht habe. Das hellgrüne da unten. Ich habe einen Baum gefunden. Oder einen Wald, besser gesagt. An den Wänden von dem Baum. Oder Wald, ja. Ein sogenannter Wald. Ja, vor allem hier kommt das ein richtig dichter Wald. Da ist der Berg. Also ich bin der Meinung, warte mal, ich komme mal wieder zurückgelaufen.
Vielleicht sollten wir uns erstmal den Berg schnabulieren. Und wenn wir dann ein bisschen mehr Reisemöglichkeiten haben, dann machen wir uns das hier. Ja, oder gut. Oder wir lassen uns allgemein hier nieder und wollen einfach in den Berg rein. Das ist zumindest eine Option, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir hier drüben, bauen wir einen Eingang hier zum Birkenwald oder was immer. Der Berg ist ja anscheinend doch groß genug. Nee, nach oben hin hat er zu wenig. Achso, ja gut, das suchen wir noch einen anderen. Ab 500 Blöcken nach oben mache ich das nicht mit. Also Wo? unter. Hier rein? Ja, doch, hier rein, oder? Das sieht doch gut aus. Theoretisch gesehen können wir uns auch aufteilen und du sagst da vorne und ich gehe vorne oder was weiß ich, wie man es aufteilen würde. Ja, zum Glück habe ich. Ah, dammit. Zum Glück hast du. Scheiße. Komisch, wie wir die auch mal bekommen haben jetzt, ne? Wo bist denn du? Beim Gravel hier vorne. Ja, komm, bomben wir den Eingang rein und dann ist ja gut. Hier kannst du so ein schönes Tor reinsetzen. Aber ich müsste bald mal was essen. Essen braucht man nicht. Guck mal, ist auch genau die Mitte. Warum schwimmt hier eigentlich so viel im Wasser rum? Ich habe keine Ahnung. Zwei hoch oder gleich drei hoch? Ich hätte jetzt erstmal gesagt, zwei hoch, dass wir bessere Werkzeuge haben, die wir leveln wollen. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Hast du denn wenigstens dir vom Village ein Bett mitgenommen? Nö. Okay. Aber Gibt brauchen wir ja im Multiplayer eh nicht. Hast du nicht mal mehr Inventarplatz oder wie? Nein, ich bin voll. Welche Art von voll? Beide. Naja, aber hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Genau, hau uns rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.